Hallihallo und willkommen zurück bei Fortress Craft Wolf mit Anduin. Hallo, grüß euch. Ich bin ganz aufgeregt. Die Wespen kommen wieder. Das Read ist losgegangen bei über 450. Ja. Schauen wir mal, aus welcher Richtung. Bestimmt eine ganz andere. Ja. Ob es diesmal funktioniert, was ich gebastelt habe. Da unten steht das Werkel. Ich schau mir das dann an, wenn es auf alle vier Ecken ist. Okay. Ja, dann. Seht ihr das? Dann ist es egal, woher sie kommen. Ist das die unsere Hausspinne, die was wieder mal da oben packt? Ah, glaub schon. Die packt in der Luft. Ja, das kann schon sein. Okay. Die hängt sich gerne irgendwo dran. Mhm. Ja, zumindest schaut es aus wie unsere Hausspinne. Ja, leicht spastisch. Das garantiert unsere. Okay, sie fliegt gerade auf mich zu, von oben herab. Ah, na, auf. Ja. Ja, das ist die. Gut. Die müssen wir einmal abkriegen. Mhm. Die sind eigentlich sowas wie ein Beschützer, ne? Der was immer seine Runden. Ja, nur unsere gehört ja keine Waffen drauf. Wir haben ja die noch nie erweitert. Bin mir auch gar nicht sicher, ob man den kann, der da standardmäßig herumkrebst, aber müsste eigentlich schon gehen. Warum sollte es bei dem nicht gehen? Weil normalerweise haben wir die eigene Bases, wo sie praktisch hier ihren Heimatpunkt haben. Mhm. Ich suche nur noch immer das Eck, wo die angeflogen kommen sollen. Die Dinger haben angeblich so ein eigenes Menü. So wie der Storage Hopper, okay. Wenn man da reingeht und da kann man dann die Guns einbauen. Also die legt man sie ins Inventar und wie beim Storage Hopper dürften die dann eingebaut werden oder so. Irgendwie funktioniert das. Aus der Richtung kommt noch mal gar nichts. Vielleicht ist es ja wieder die gleiche. Hallo. Lasst mich nicht so hängen. Wisst ihr, das Read ist wieder auf unter 100? Ja, das kann schon sein. Dass das nur kurze Energiespitzen sind und dann fällt es wieder auf. Darum habe ich gesagt, nimm die alle weg, die Reducer. Okay. Ich habe annähernd alle weg. Die fürchtet, dass die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr gering, dass du genau die richtige Ecke erwischt. Ja, das ist dann die nächste Frage. Ah, sie kommen aufeinander, Nick. Gut. Sie kommen, aber bestimmt nur woanders. Ja, die Frameanzahl ist nicht berauschend, wie wir gerade gemerkt haben. Das heißt, trapp, 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 trapp. Ich trapple nach unten. Breche mir vermutlich dabei die Beine. Nein, jo. Hast du das Knacken gehört? Mhm. Da ist irgendwo ist da ein. Und ich hoffe, es wieder richtig aufzubauen. Sofern das richtig ist. Ich zeige einem Tier da wo an. Das hat er, glaube ich, jetzt kurz geleuchtet, oder? Rumps. Eins, zwei, drei, da sollte vier. Auf dem Horskinner ganz oben das Licht leuchten. Ah, der hat das. Au, der hat das gesammelt, das eine Stück. Kommt ihr jetzt von da? Achso, da vorne. Ich bin erst bei dem Mittelabgang. Hopp, 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 hopp. Ups. Ah, Hülle. Ja. So, dann bauen wir das da geschwinde auf. So, ein Storage Hopper. Kronenkocher, Energie, Storage Hopper, genau. Da, Energie. Kohlekocher,
Kohle. Und nein. Das war's, ja, genau. Den Beacon hier. Und den Falcon hier. Wobei ich nicht weiß, ob wir da beide brauchen. Okay, er braucht Energie. Cool. Zwar noch immer Kalizium, aber dafür habe ich Kristalle gefunden. Okay. Immer auch, ne? Schauen wir mal. Okay. Und was geht? Ah! Ja, er sammelt. Ja, cool. Ja, sehr schön. Es sammelt. Ja, nur ich muss herausfinden, ob man mehrere nebeneinander aufbauen kann. Ist das ein Felker, der ja. da jetzt fliegt? Ah, okay. Ja, na, da brauchen wir auf alle Fälle mehr. Ah, okay. Der wird sonst nicht fertig werden, da verschwindet ansonsten das Zeug. Mhm. Aber er sammelt brav. Cool. Okay. Also wird das nächste sein, Plattformen in Erdgeschosshöhe, wo ich einfach das platziere. Auf allen vier Ecken, ne? Ja, mit ausreichend Falcons, die Material sammeln. Und dann können wir warten, bis was Größeres kommt und das Zeugs einsammelt. So, dann wissen wir ja, was funktioniert. Sehr schön. Mhm. Mein Gott, man ist ja lieb. Ich glaube, ich würde es vergessen, die Zeit zu starten. Macht nichts. Das war sehr gescheit. Okay. Okay, da krabbelt schon wieder mein Energietyp herum. So, schauen wir da rein. Ja, genau. Da ist genug klumpert drin. Was macht der? Da kommt ebenfalls, der verarbeitet ebenfalls Dinge zu, diese Organic-Scheißhaufen, Entschuldigung. Zu diesen grünen Dingen. Was macht das mit dem Zeug? Ah, darum muss ich wahrscheinlich die den Kryo-Hopper anhängen. Ja, richtig, richtig. Also, sobald das zu lange nicht gekühlt ist, kann er es nicht mehr. Ja, genau. Genau. Okay. Ja, es funktioniert. Cool. Dann lasse ich das mal werken. Ich schaue, dass ich ins Reed wieder nach unten kriege. Ja. Und es hat geknackt. Und lasse die da unten arbeiten. Werd beginnen, Plattformen zu bauen. Ich glaube, ich bin von hier gekommen. Finde mal einen Zugang noch. Was ist das da? Egal. Ja, da können wir. Juhui, hab ich ja Freude. Was ist das da? Nein, nicht so. Kopper. Okay. So, jetzt ja, das einmal am Rande. Auf den Ecken platzieren so. Das heißt, wir können wieder Material verarbeiten. Das taugt mir. So, dann machen wir da wieder zu. Entschuldigung. Jetzt muss ich mir natürlich überlegen,
wie ich das dann mit Energy versorge. Ah, es gibt immer was zu tun. Wie nett. Kryo-Hoppers-Baum. Mhm. Die brauchen, glaube ich, auch Energie. Ja, ich glaube auch. Da unten schon. So. 1, 2, 3, 4, 5 und da wieder an drauf. So, 1, 2, 3, 4. Ich bin ein Idiot. Oh, Lithium. 50% Lithium. Das ist Freude. Du, da kommen sogar lilane Wespen. Mhm. 5 und drauf. Wow, da kommt jede Menge. Geil. Gut, Lithium hätten wir damit jetzt auch. Jetzt müssen wir es nur mehr anschließen, weil mir fehlt die Energie. 5. Blau, grün, lila, alles dabei. Das Gerät da und arbeitet hoffentlich. Ja, und ich hoffe, es ist auch was dabei, was wir verarbeiten können. Deswegen Kryo-Hopper probiere ich als nächstes aus. Oh, du sitzt da. Wo kommt ihr hier bitte? Braucht man. Jetzt haben wir verzählt. 1, 2, 3, 4, 5. Und was zum Kryo-Hopper zusätzlich, damit man das zusammenbauen kann? Die Teile? Oder macht ihr das selbstständig? Na, diese kaputten Dinge. Na, das ist ein eigenes Gerät. Was aus den kaputten Dingen. Ich hab mir gedacht, das hast du schon gebaut. Nö. Okay, nein, das ist ein eigenes Gerät, was du brauchst. Okay. Gut, werden wir auch noch backen. So, da kommt wieder links und rechts eins drauf. Das Ried müsste dann gleich runtergehen. Oder schon unten sein. So, jetzt schauen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist schön, wir erweitern die Basis. So macht das Spaß. Eins, zwei, also das ist ja alles so weit oben, das gibt's ja nicht. Warum finde ich da auf der Höhe nichts? Echt schrecklich. So. Ich weiß ja, fürs letzte Lithium-Vorkommen, das was wir momentan abbauen, habe ich auch Stunden gesucht, während Tibra an unseren Stockwerken gebaut hat. Mhm. Ebenfalls Stunden. Stimmt, ja. So. Bei einem Quadrat von 32. Okay. Aufladen, weil ich bin ständig leer. Okay. 3, 4, 5. Ah ja, da vorne. Hier. Oh Gott. Was denn? Kackenergie, die höhere. So, gleich bin ich die große Runde durch. Thank you.
Wir haben viel zu viele Reducer aufgestellt. Ja, die haben wir deshalb aufgestellt, weil es nicht runtergegangen ist, ne? Stimmt eigentlich, ja. Aber ich stelle es jetzt einmal wieder so auf. Wegnehmen kann man ja immer dann. Mhm. So. Da war das da. So, ja, dran. Dann laden wir da was aus. Jede Menge Kristalle. In nordwestlicher Ecke steht das Teil jetzt. Mhm, geh gleich an schon. Ach, da, ja, da habe ich schon. So, und wenn wir dann bei der Tibra dort sind, und das gesehen haben, dann glaube ich, sind wir auch wieder durch mit der Folge. Okay. Heiß ist es auch schon wieder im Büro. Achso, Erdgeschoss steht ja auf Erdgeschossniveau. Nordwesten. Ich stelle noch die letzten Reducer auf. Das Zeug da, oder? Ja, das Zeug da. Ich komm schon. Ich bin fertig wieder mit Aufstellen. Auf dem Energiestorage drauf sitzt der Beacon. Okay. Am Storage Hopper daneben der Falcon, der es dann reinsammelt. Mhm. Was mit dem Falcon es auf sich hat, der was, den was da davor ist, das hab keine Ahnung. Vielleicht ist es. Das musst ja du hingestellt haben. Ja, ich hab's hingestellt, nur. Steht der Falcon? Ja. Ach so, nein, es gibt ja zwei verschiedene. Ja, der hat sich da, der kleine unten hat sich nicht bewegt, egal ob er am Energie, an der Energie angeschlossen ist oder nicht. Ja. Nein, nein, der. Der ist für was anderes. Okay. Es gibt zwei verschiedene Felker. Ich müsste jetzt da nachlesen, was der eine macht. Man benutzt aber. Sieht schon cool aus. Also ja, der schon, da, gell? Der fliegt praktisch weg, der was genau. Da drin hängt, der kleine. Genau. Geil. Also wenn du dann da reinschaust, ja, es ist schon einiges zerfallen. Wenn da drin ist, ja. Dann das ganze Zeug. Mhm. Und da werde ich. Oh, das halt Gute kannst du aber rausnehmen, das Grüne. Und das Rote, nein, das Rote nicht, das Grüne. Das ist ja kaputtes, das ist auch ein kaputtes. Ja. Ja. So schaut das halt dann aus. Ich ja, leere cool. Das jetzt mal, ich lasse es hier stehen, bis ich auf einen anderen Ecker mal eine Plattform gebaut habe, in Erdgeschosshöhe. Ja, mal Infrastruktur aufbauen. Genau. Alles zusammenfahren. Die Dings, die Felkers haben übrigens eine höhere Reichweite als wie der Beacon. Also du kannst die Stationen der Felkers zum Beispiel aufs Dach bauen. Die kommen bis da runter. Ah, okay. Ich habe gelesen, 126 Meter im Umkreis. Genau. Während der Beacon nur 32 mit 32. Ja, genau. So groß werde ich auch die Plattform bauen. Mhm. Oder zum Beispiel Power Storage Versorgung. Mhm. Da auf Erdgeschossniveau und da dann. Ich bin mir nur nicht sicher, ob der Felkor. Aber der braucht gar keine Energie, gell? Nein, also ich hätte noch nichts gesehen. Mhm. Cool. Das Kryo-Storage muss dann mal schauen. Ich glaube, das braucht Energie. Das braucht Energie. Mhm. Und der Beacon braucht praktisch. Ja, der braucht unbedingt Energie. Daher diese Konstruktion mit Kohlekocher. Jo. Kohlekocher. Ja. Gut, also das ist ja relativ einfach, weil braucht man nur mit den Pipes eine Verbindung hinmachen. Ja, genau. Holt sie die Kohle.
hin. Ich würde sagen, da werde ich gleich den Ring, den was du begonnen hast, für den Hype zur Versorgung gleich rundherum ausbauen, oder? Ja. Dachte ich auch gerade. Dass du da einmal rundherum fährst und dann einfach Stichleitungen diagonal genau. Wegziehst. Sofern man hier so. Diagonal bauen kann, ja. Ja. So. Ja, zicke-zacke. Zicke-zacke, genau. Ja, so schaut es also aus. Und das ist der kleine Falcon, der fliegt. Ja, cool. Dann wird die Tibra sich um die Infrastruktur da kümmern, an den Fähigpunkten. Mhm. Yep. Und wenn sie soweit ist und das ganze Zeug zusammen hat, mit Felkers und so weiter, ja, dann da seid ihr wieder dabei, wenn sie es aufbaut. Mhm. Und dann werden wir mal alle Reducer wegnehmen, damit sie da mal was tut. Damit sie mal kracht in genau. Der Hütte. Wozu man es baut, irgendwer muss ich das auch wieder warm abtragen. Genau. Also dann, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, schaut wieder rein, wenn es bei uns kracht. Und bis dahin, ciao. Tschüss.